Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Holzverarbeitung auf der nordfriesischen Marshmap in Vierfach und der Version noch 1.4. Ja, ich habe einen Anruf gekriegt vom Förster Karl. Wir sollten doch mal hier vorm Hof gucken. Da wäre was. Ja, ich habe noch keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Also ich sehe hier nichts. Ach, was ist das denn? Zwei MAN. Zwei Auflieger. Das sieht doch hier nach einem Palettenauflieger aus. Och, okay. Stammauflieger, der ist doch länger als unser. Ja, dann sollten wir vielleicht mal gucken. Was meint der denn? Stecken die Schlüssel? Jo. Schlüssel stecken. Tatsächlich. Auflieger für Großpaletten, Kleinpaletten. Wollen wir mal gucken. Rundballen brauchen wir nicht. Paletten, Großballen, Großpaletten. Versuchen wir dann mal unser Palettenlager leer zu kriegen. Bretterpalettenlager. So. Sechs Paletten sind drin. Menü öffnen. Okay. Super, der verlädt ja sogar sofort. Bringen wir die mal direkt rüber zur Lab-Palettenfabrik, wa? Ja, ist jetzt immer eine Frage. Packen wir jetzt alle da rein, dann haben wir wieder keine für die Holzscheibe. Aber die Bretterpalettenfabrik, die arbeitet ja eigentlich ziemlich zügig. Y ausschalten, abladen, B und Z. Und dann nimmt der Trigger sie gar nicht an. Mal die ehrlich rüberschmeißen. Tatsächlich. Gut. Haben wir, machen wir. So. Wie viel haben wir jetzt hier drin? 48? 24.000. Super. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen, auch die Paletten hier wegzuladen. Müssen wir wieder umstellen auf Palettenladen und Lass fluppen. Ausschalten.
Ich würde sagen, wir lassen ihn hier stehen. Oder brauchen wir den Moment? Nö, ne? Nö. Ich würde sagen, im Belademodus lassen wir den hier stehen. So, wir müssen schauen, dass wir... Was benötigen wir denn jetzt eigentlich noch für die Holzscheitelproduktion? Schauen wir mal drüber. Was fehlte uns da noch? Wir brauchen Bretterpaletten oder Baumstammpaletten. Tja, haben wir beides gerade nicht, aber hier haben wir die erste Holzscheitelpalette. Sehr schön. Ja, würde ich sagen, gucken wir jetzt mal, dass wir ein paar Bretterpaletten kriegen. Oder wir klatschen jetzt erstmal die ganzen Leerpaletten hier rein. Wir bräuchten diese für die Baumstammpaletten. Das wird gut ausgefüllt sein. Ja, ich würde sagen, kaufen uns. Wir haben ja das Geld, das ist ja jetzt nicht das Problem. So. Diverses Tankauflieger, Tankanhänger, Entschuldigung. Sollen wir uns den hier gönnen? Komm, den gönnen wir uns. 7000, das sollte, glaube ich, mal drin sein noch für uns, ne? So. Offen war, dass wir den jetzt auch angehangen kriegen hier. Sehr schön. Fahren wir mal schnell zur Tankstelle. Jo, mit 100 Anhänger einfach über den Acker. Warum? Weil wir es können. Und wir fliegen. Ja, wie gut, dass wir noch keinen Diesel drin haben. Aber ein guter Bremsweg. Also einmal Bremse antitschen, sind wir da. Jetzt fahren wir schnell zur Tankstelle rüber. Rechts. Na komm rum. Ah, ja, das ist halt der Nachteil mit Tastatur, ne? Dass wir dann da schon mal so kleine Abbrüche haben. Aber kommt Zeit, kommt Rat. So, wir drehen einmal hier vorne. Ich hoffe jetzt nur, dass das jetzt auch funktioniert, was ich möchte. Ich habe das schon einmal versucht mit dem
Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir eben einmal auf die Karte schauen. Da sehen wir so gut wie gar nichts. Da befinden wir uns und da müssen wir hin. Ja, würde ich sagen, fahren wir hier hinten rum, ne? Da rein. Ist, glaube ich, der kürzeste Weg, anstatt hier hinten komplett rum. Oder wir ziehen den. Wir ziehen ihn hier runter Richtung Tankstelle. Nehmen wir mal die Abkürzung. Wir gucken mal, dass wir hier die Tage hier nochmal einen Baum gefällt kriegen. Ein, zwei Bäume. Dass wir hier eine bessere Durchfahrt haben. Dass wir nicht jedes Mal hinten den großen Umweg fahren müssen. Und dann sollte es schon gut hinhauen. So, können wir den überladen? Das ist jetzt die Frage. Füllt der nur vorne auf? Nee, leider nicht. Schade. Ich habe jetzt gedacht, wir können von den kleinen überladen auf den großen. Gut, wenn das nicht hinhaut, klappt es leider nicht. Können wir leider nichts für. Dann fahren wir jetzt halt mit dem kleinen rüber zur Baumstammproduktion. Runter vom Feld ist nicht unser. Obwohl, ist nicht unser Pech, ne? Dann passiert das schon mal. Jetzt müssten wir doch gleich irgendwo hier rechts abbiegen können. Da haben wir die Einfahrt. Und genau so. Bin mal gespannt, wie oft wir hier hinfahren müssen mit einem Anhänger voll Diesel. Aber ganz gewaltig nach. Der nimmt den nicht an. Wieso nimmt der den Auflieger, den Anhänger nicht an? Ah, okay. Glück gehabt. So, jetzt müsste ja gleich die Produktion hier anfangen zu laufen. Diesel ist dort 2%, 3% haben wir ausgefüllt. Jetzt müsste die Produktion dann gleich anfangen zu laufen. Wir spulen mal ganz kurz die Zeit vor und da haben wir es. Ja, sehr schön. Wir fahren jetzt nochmal schnell zurück, holen nochmal eine Tour Diesel. Produktion läuft, das ist doch sehr schön. Aber da wenigstens auch schon mal ein paar Baumstämme da mehr, die uns produziert werden.
Na, soll ja eigentlich dann auch mal ganz gut sein. So. So, jetzt haben wir hier, sind wir sofort wieder an der Tankstelle. So sollte es nicht laufen. Und rein da. So, auch wieder voll. Wir schauen jetzt mal. Ich zeige euch jetzt das, was ich nochmal meine. Vielleicht hat da ja irgendjemand nochmal eine Idee. Ob das überhaupt nicht geht mit dem Auflieger hier, mit dem Anhänger. Ich fahre rein, drück auf R. Leider lässt er sich nicht beladen. Auch selbst wenn ich schaue, da ich die Zugmaschine rausbekomme. Ich bekomme nur die Zugmaschine beladen, betankt. Selbst wenn ich hier auf, selbst da nichts. Das ist schade, dass er den nicht erkennt zum Beladen. Hätte ich gerne gehabt. Weil ich denke mal so einmal 60.000 Liter Diesel, das wäre schon das Optimalste gewesen. Aber naja, was nicht geht, das geht nicht. Wir fahren jetzt nochmal zurück zur Baumstammproduktion. Genau, für 21.400 Euro haben wir Kraftstoff gekauft. Ja. Da schlucken wir. Mal so gucken. Normalerweise Liter Diesel zur Zeit, heute Morgen war es um die 1,18 Euro. Ja. Ganz schön teuer. Da brauchen wir einiges an Baumstämme, was für 8.000 Liter Diesel produziert wird. Also wenn wir da jetzt nur 5, 6 Baumstammpaletten kriegen, ist das schon ziemlich heftig, sagen wir mal so. Weil wir wollen ja hier eigentlich nicht hingehen und Raps ernten oder Sonnenblumen ernten, um die Dieselproduktion zum Laufen zu bringen. Wir wollen ja eigentlich hier nur Holzverarbeitung machen. Jetzt ist es natürlich, seid ihr mal gefragt, was wollt ihr? Wollt ihr da auch noch mal sehen, wie da ein Feld gedrescht wird, wie abgefahren wird, wie zu Dieselproduktion gefahren wird, oder was möchtet ihr da gerne noch sehen? Viel in Holzverarbeitung können wir natürlich nicht machen. So, klar, wir können hier zwar alles abholzen, verkaufen, etc. Aber wir müssen ja irgendwo auch mal eine Richtlinie drin finden. Okay, bis dahin machen wir, so machen wir es und nicht anders. Ne? Also das liegt jetzt auch wieder ein bisschen an euch. Was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet, würde mich freuen, wenn ihr da mal einen Kommentar hinterlassen würdet, ein Like da lassen würdet. Vielleicht auch noch ein Abo, wer es noch nicht getan hat.
Wer immer auf dem neuesten Stand bleiben möchte, halt die Glocke anmachen. Dann werdet ihr halt immer genervt von mir, wenn ein neues Video kommt. Ansonsten Glocke einfach ausmachen, aber vielleicht ein Abo dalassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Nur so können wir auch YouTube weiterführen. Und wie gesagt, es kommen noch jede Menge neue Projekte, wie ihr es ja auch im Infovideo gesehen habt. ETS 2 soll kommen, dann Ostwiff soll jetzt demnächst noch kommen. Der Planer 5 soll kommen. Also, jetzt sind zwar ältere Spiele dabei, wie der ETS 2 und der Planer, aber es ist eigentlich immer noch sowas, was euch ja gefragt, was ihr fragt, was ihr haben wollt und und. Es liegt halt immer an euch. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet aber mehr Projekte haben im LS, gut, dann machen wir mehr Projekte im LS. Sagt ihr aber, nee, Mann, neues Spiel, super, machen wir ein neues Spiel. Aber ich merke gerade, wir driften hier gerade so ein bisschen ab von dem Spiel heute. Das ist eigentlich mehr oder weniger wieder was für ein Infovideo, was wahrscheinlich morgen erscheinen wird. Wahrscheinlich. Das weiß ich noch nicht ganz genau, aber das machen wir schon. Auf jeden Fall, ich bedanke mich recht herzlich wieder fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lassen würdet, ein Abo da lassen würdet und beim nächsten Mal wieder reinschalten würdet. Bis dorthin und tschüss.